Das ist Pech. Und oh! Es ist Samstag, das heißt für Lena und für mich eine Runde Golf und wir machen heute mal wieder ein kleines Match. Vom Handicap haben wir uns diese Saison noch nicht verbessert, weil wir auch keinen Anlauf bisher gestartet haben, ist aber definitiv in der Planung. Trotzdem wollen wir mal gucken, wie man so in einer kleinen Wettbewerbssituation im Moment funktioniert. Wir sind heute auf den ersten neuen Bahnen im Peckelow unterwegs, in unserem Heimatclub. Und auf den Bahnen, die wir sonst nicht so oft spielen. Auch ein bisschen als Vorbereitung auf die nächste Woche, wo wir planen, in Münster zu spielen. Ein Platz, den wir noch nie bespielt haben, noch nie gesehen haben, nichts darüber wissen. Genau. Also mal schauen, wie wir uns schlagen. Ich wünsche dir viel Spaß und ein faires Match. Also viel Spaß euch. Schöner Schlag. Perfekt. So war der Plan, glaube ich, oder? Jo. Wir haben uns ja eben schon darüber unterhalten, dass wir ja nicht Risiko spielen werden. Dann könnte man auch da durchspielen. Ja, wobei das, also wenn man so gut treffen kann, dann lohnt sich das. Wenn nicht, dann ist es halt nicht risikoreich. Dann wird es schwer. Lena startet ja auch auf der 1. So eine Bahn, die so rechts einen Knick macht. Aber wenn man hier möglichst risikofrei spielt, dann spielt man so, wie Lena das jetzt macht. Lena hat ja ab und zu auch das Problem, dass sie dann zu stark draufschlägt, aber wir liegen beide ganz gut. Solider Start. Oh, der geht raus. Ah, geht noch. Ah, da geht er noch. Ah, schlecht. Aber ich spiele auch mit angezogener Handbremse. Natürlich keine Warum denn? Ja, wieder mal ein bisschen Probleme mit meinem Fuß, aber geht schon. Ja, Lena hier auch mit angezogener Handbremse gespielt. 125 Meter sind das ungefähr. Passt aber von der Entfernung genau für den ersten Schlag, wenn man, wie gesagt, diesen Weg hier nimmt. Und ja, die Bahn ist relativ, ja, durch diesen Knick relativ lang. Das heißt, wir spielen hier auch mit dem Fünferholz weiter. Lena spielt mir nach, allerdings ein bisschen weiter und der geht ja knapp ins Gras. Müssten wir aber auch noch finden. Den finden wir. Ja, Holz oder Eisen? Eisen, glaube ich. Ich würde Eisen nehmen, weil meistens bereuen wir es, wenn wir unserer Regel da nicht treu bleiben. Ne? Ja, zumal der hier nicht so gut liegt. Ja. Schauen wir mal. Sehr schön. Jetzt liegst du wieder auf Kurs. Auf Kurs. Lena ist hier noch ein bisschen mehr im Gras. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. Ganz toll hier. Ich versuche erstmal rauszukommen. Ja. Raus ist er. Ja, sehr schön. Mehr war nicht möglich für mich. 100 Meter noch circa bis zur Fahne. Hat schon gesagt, wir brauchen eine gute Annäherung. Erste Bahn hier in Peckelow ist ein paar 5. Ja, und da, ja, da kann man noch zufrieden mit zumindest sein. Zumindest auf dem Grün. Für Lena sind es jetzt noch so knapp 90 Meter. Ich glaube, sie hat auch ein Eisen 7 gewählt. Ist auch so eine schwierige Entfernung für uns zwischen 9 und 7. Ja, wir schauen mal, dass es eine gute Annäherung gibt. Schlag ist super, aber auch etwas zu weit, glaube ich, oder? Ja, ist auch andere Seite des Grüns. Genau. Aber war gut. Ja. Und das finde ich eigentlich das Schöne am Golfspielen, weil wir hatten beide so einen Ausreißer, wo wir dann im Rough lagen. Ja. Und sind dann aber trotzdem mit 4 Schlägen, ja, auf dem Grün. Gut, deiner liegt jetzt deutlich näher. Ich habe noch einen recht langen Putt. Aber ein Putt. Ein Putt. Mehr ist es nicht mehr, Lara. Ja, noch ein Schlag dann. Aber trotzdem, man, egal wo man den schlechten Schlag unterbringt, ist egal. Das stimmt. Ja, Richtung war gut. Bisschen kurz.
Schade. Ja, das ist echt schade. Aber gut, so ja. ist das. Hätte man den ersten ein bisschen besser putten müssen. Ja. Erste Bahn war okay, wir haben uns nicht eingespielt, also passt alles das. Gut. Ja, und auch Lena, wirklich eine gute Annäherung gespielt. Von den Grüns her würde ich sagen, sind normal schnell. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ein kleiner Break drin. Ich habe schon rechts von der Fahne gezielt, aber hat nicht gereicht. Reichte nicht. Ja, dann machen wir den jetzt rein. Ja, hoffentlich. Oh, dann bleibt es nur unentschieden. Scheiße. Lena, das hättest du jetzt machen können. Ja. Erste Bahn. Erste Bahn, Gleichstand. Es ist ultra warm heute. Ja. Sehr schön. Ja, leicht angeschnitten. Aber ist okay. Liegt's gut. Das ist die Hauptsache. Ja, es ist wirklich sehr, sehr warm. Aber ist doch endlich schön. Mal Sommer. Ist doch schön. Ja, ich beschwere mich auch nicht. Gut. Ich habe jetzt nicht zu laut getrunken. Was? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu laut getrunken. Mal rausschneiden. Ja, herrliche Aussicht. Richtig schöne Bahn. Eigentlich ist auch der erste Teil des Platzes hier in Pekelo viel, viel schöner angelegt. Geprägt von viel mehr Wasser und Lena ballert hier einen raus. Ich möchte ja gewinnen. Richtig, richtig schöner Schlag. Hast du das gehört? Was? Ich habe gesagt, ich möchte ja gewinnen. Ja. Du, es ist... Ich habe auf dem Kanal so selten bisher gewonnen. Das stimmt, obwohl immer wenn wir nicht filmen, gewinnst du. Ja. 130 Meter von Lara. Spiel mit gezogener Handbremse. Ja, das merkt man auch. Also sonst kommst du weiter mit deinem Fünferholz. Hast jetzt noch 140 okay. Meter zum Grün. Ja, Lara, schön, schön. Liegt drauf. Alena, wie weit war dein Abschlag? 150? Komm schon. 155? 170, Lara. 170 ja. Meter? Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. War ein guter Abschlag. Ja, Lena macht im Moment eh sehr weite Holzschläge, ist mir schon aufgefallen. Ja. Scheint da eine gute Technik für sich gefunden zu haben. Übrigens hatte einer von euch ja in den Kommentaren auch mal den Wunsch geäußert, dass wir eine eingetragene Privatrunde ja auch mal abfilmen könnten, einfach um noch mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit ins Spiel zu bringen, ein bisschen mehr Rivalität und schöner Schlag, etwas rechts, offene Schlägerfläche, aber auch da liegt es auf dem Grün sehr gut. Und wenn ihr daran interessiert seid, auch mal eine eingetragene Runde hier auf dem Kanal abzubilden, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ein schön weiter Putt, der hier vor Lena liegt. Aber trotzdem mit zwei auf dem Grün und das mit sehr unterschiedlichen Abschlägen, trotzdem relativ ähnlich jetzt von ja, du vom liegst Ergebnis. Sogar besser. Ja, komm, die 3 Meter. Kann schon was ausmachen. Ja, ja, aber im Kern ist es recht ähnlich. Das heißt, ja, beherzter Putt. Also ich würde sagen, das ist eine gute Chance, Paar zu spielen. Na, der ist noch ganz schön weit weg. Ja. Da ist wieder Frau Bedenken drin. Das passt. Deiner ist doch etwas weiter weg als gedacht, aber... Ja, habe ich doch gesagt. Gut, dann probiere ich mal mein Glück. Deine Chance auf Paar ist auf jeden Fall besser. Etwas besser, ja. Aber dass das so links runter geht, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ziemlich gute Chance auf Bahnpaar für Lara. Ja, macht sie natürlich. Bin ich ein bisschen unter Druck? Ja, ich weiß, Lena kann extrem gut mit Drucksituationen umgehen. Lena ist auch so ein richtiger Prüfungsmensch. Ja, Chance auf Paar ist auf jeden Fall da. Und, oh! Ja. Na ja, sollte nicht sein. Einen drüber. Trotzdem. Gute Bahn. Ja, er hätte ein Stück länger sein müssen. Ja. Aber mal schauen. Mal schauen. Wird schon.
Jetzt schauen wir mal, wie Lena ihren Schlag macht. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass ich ein bisschen weiterkomme. Ja, das wirst du aber auch schaffen. Hoffentlich. Ich kann meine rechte Seite nicht so hart belasten und das macht meinen Schwung etwas durcheinander. Aber Lena hat im Moment eine ziemlich gute Weite bei den Abschlägen mit dem Fünferholz. Und eigentlich wäre es hier gut, wenn man ein Stück weiterkommt, weil dann kann man ein bisschen besser übers Wasser spielen. Lena macht eher so eine Rakete. Der Schlag war schlecht, aber er rollt ganz gut, ne? Genau. Das passt. Ja, 140 Meter Abschlag. Du verbesserst dich. Sicher ein Holz? Ja. Okay. Lara, aber du weißt, dass du da hin musst, weiß. Ne? Ich weiß. Okay. Der ist, glaube ich, durch, ne? Der ist durch, aber vielleicht im Graben. Mal gucken. Ich glaube, der passt. Ich glaube, da hast du Glück. Habe ich Glück? Ja. Wie weit war deiner? Auch wahrscheinlich 150. Dann 150. Ja. Ja, guck, der war relativ flach. Ja. Nicht besonders gut. Ja, von der Lage ist der wirklich nicht sonderlich gut, nee. Aber Lena entscheidet sich für ihr 7er Eisen. Genau. Ich versuche erstmal rüberzukommen. Ja. Ja, der ist gut. Nicht gut getroffen, aber ist gut. Passt. Ist schon fast zu weit. Nee, ich glaube, der ist gut. Gut. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ne? Wie weit ist es zur Fahne oder zum Grün? Also von da, wo ich stehe, 140 Meter Mitte Grün und 120 Meter Anfang Grün. Und die Fahne steht relativ am Anfang. Gut, so hat man natürlich keine Gefahr, dass man überhaupt in die Nähe der Fahne kommt. Nee, so näherst du dich langsam sicher der Fahne. Okay, also ich frage mich immer, wann man an dem Punkt ist, wo einem diese kompletten Aussetzer dann nicht mehr passieren. Und manchmal frage ich mich dann auch, warum wir das auch noch ins Internet hochladen. Aber auch das gehört zum Freizeitgolfen dazu, dass echt auch mancher Schlag nicht gar nicht gut ist. Ja, und Lena liefert aber etwas kurz, trotzdem schöner Schlag. Nee. So habe ich aber noch eine Chance. Deswegen. Ja, da hätte ich jetzt an dir vorbeiziehen können. Ich hatte überlegt, ein Hybrid zu nehmen. Aber er lag wahrscheinlich zu der tief lag drin. Der lag zu schlecht dafür. Trotzdem. Ja. Solide, würde so ich sagen. So ist das Leben. Schöner Blick jetzt auf die Fahne, Lara. Ganz toll. Ja, ja, da kann man nur treffen direkt, oder? Da sollte er hin, ne? Was da soll er jetzt? Hin. Welchen Schläger? 9. Passt auch. Ah, ist etwas kurz, oder? Nö, ist gut. Der ist ziemlich gut. Der ist gut. Ja, auch hier schöne Lage. Lena hat einen guten Blick auf die Fahne und nutzt jetzt ihr Sandeisen. Und ich sage bewusst Sandeisen, weil für mich gehört das auch zum Freizeitgolfen dazu. Einfach die Leute machen lassen, Spaß haben lassen. Einfach ein bisschen in der Natur Golf spielen. Und wie jetzt der Schläger heißt, mein Gott, das ändert dann nachher an dem Schläger auch nichts. Und ja, ich weiß, dass Lena das ganz gut beherrscht. Sind jetzt so, denke ich, noch 15 Meter. Eigentlich eine schöne Entfernung, um anzunähern, um nachher mit einem Putt reinzukommen. Ja, ein Putt wird. Vom Gefühl her warst du auch ein bisschen links ausgerichtet. Nee, ich glaube, das lag jetzt auch daran, dass ich leicht am Hang stand. Okay. Mhm. Ich habe mich versucht auszurichten, weil ich häufig Meter verliere, dadurch, dass ich nicht richtig dass ich mich nicht richtig ausrichte, aber. Ich glaube, du kannst dich nicht beklagen. Ja. Noch ist alles offen. Ja. Paar 5 hier. Lara bereitet sich schon mal vor. Ich hoffe, ich treffe deinen Ball nicht. Soll ich ihn wegnehmen? Nee, ich will den ja nicht treffen. Ich habe einen Ballmarker, also. Nee, ich will den einfach nicht treffen. Aber musst du natürlich selber entscheiden, weil den Strafschlag kriegst du ja. Nein, krieg ich komm. Hin. Nein, passt. Nee, komm. Sonst. Lena. Ist im Wettkampfmodus. Ja, da
Es muss alles mit rechten Dingen zugehen. Ultra warm. Das stimmt. Also es wäre auf jeden Fall Wetter für eine kurze Hose gewesen. Jo. Stark. Komm, gut. Was hast du jetzt erwartet? Nicht, dass er reingeht. Er war echt gut. Also frag mich, warum ich so viel Glück habe. Ja, das ist, ups. Das ist bei dir in Wettkämpfen explizit gegen mich. Ja, sonst immer Pech. Aber gegen dich habe ich immer Glück. Ja. Lena mit ihrem 5. Schlag, das heißt Chance auf Paar, Chance, das Loch für sich zu entscheiden. So viele Chancen, die an diesem Schlag hängen. Das ist Pech. Das ist Pech. Ja, den hätte ich dir gegönnt und dann nochmal so eine Runde. Ja, gut, aber wieder Gleichstand. Komm, Lara, zeig uns einen schönen Abschlag hier auf Bahn 4, Paar 4, 360 Meter. Auf geht's. Guck, es sind meine positiven Vibes, die brauchst du beim Golfen einfach. Man braucht eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung, Positivität. Ach, egal, so einen positiven Tag. Wie schlecht die Runde läuft, jeder Schlag ist eine neue Chance. Und Lena zieht Yummy. Jetzt sicher an mir vorbei. Relativ viel Enten. Überreste. Überreste, nee. Entenausscheidungen. Ja. Aber das hindert Lena natürlich nicht, jetzt einen schönen Abschlag zu machen, und der war richtig, richtig voller Energie und ja, ist auf jeden Fall ein Stück weiter. Wahrscheinlich im Bunker, aber der ist nicht so hoch, da kann man mit dem Holz rausspielen. Den Schlag haben wir heute auch noch nicht gesehen, also bleibt spannend. Stimmt. Gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. 220 Meter immer noch zum Grün, beziehungsweise Mitte Grün. Oh, gut, dass der noch dreht. Der gut, war auch, dass der technisch so schlecht war. Da muss ich dir recht geben, der war schlecht. Aber das Ergebnis war gut. Das ist die Hauptsache, auch wenn es nicht so schön aussieht. Darauf kommt es an. Ja, auf jeden Fall Glück gehabt. Ist nicht in den Bunker gegangen, liegt etwas davor. Trotzdem natürlich ein Stückchen weiter als ich. Na, ein paar Meterchen. Ja, aber deiner sah schon besser aus, muss man sagen. Muss man zugeben. Aber haben wir ja schon gesagt, davon kann man sich nichts kaufen, ne? Ja, trotzdem, ich denke, kommt es irgendwie auch ein bisschen drauf an. Genau, es geht weiter mit dem Holz 5. Das heißt, für Lena sind es ungefähr 210 Meter bis zum Grün. Ja, es sind wieder ein paar Insekten hier. Richtig starker Schlag, also richtig stark. Kerzengerade, ultra weit. Kannst du mit zufrieden sein, glaube ich. Passt. Circa 90 Meter bis Mitte Grün. Lara hat sich für ein Eisen 9 entschieden. Sehr schöner Schlag. Etwas kurz. Ja, aber Eisen, die Schläge machen oh, heute Spaß. Muss ich schon sagen. Sehr gut. Ich habe hier auch eine neue. Ja. Nee. Leider. Schwierige Entfernung. Lena entscheidet sich auch für ihr Eisen 9. Aber wie gesagt, der Schlag hierhin war richtig, richtig gut. War eine richtig satt getroffene 5 oder ein satt getroffenes 5er-Holz. Und jetzt 9, schöne Annäherung. Ja, schöner Schlag. Sehr schön. Zeig uns, was du kannst. Ja, bin ich auch mal gespannt.
Also deine Weitenpads wirklich sehr, sehr gut. Vor allem wie lässig. Ja, du, also je weniger du dich vorbereitest, ja, desto besser wird es. Soll ich erst reinmachen oder willst du? Ich denke, da lasse ich dir mal den Vortritt. Sehr schön. Das heißt, das war eine 5, ne? 5? Ja. Ja, ist auch gut. So, Lena hat jetzt die Chance, die Bahn für sich zu entscheiden und so ihren Rückstand aufzuholen und ins Unentschieden zu kommen. Ein Putt trennt sie von diesem Ereignis. Und das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Das heißt, wir beenden das Match unentschieden. Ja, unentschieden. Hat aber Spaß gemacht. Ja, wir können heute nicht mehr Bahnen spielen, weil ich etwas meinen Fuß noch schonen will, damit wir demnächst wieder richtig loslegen können. Hat aber Spaß gemacht, super Wetter und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann, ciao. Ciao.